Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F mit Belias LP und mit Nami LP. Yo, im letzten Part haben wir Hausarrest gekriegt, wir wurden in unser Zimmer eingesperrt, Sophie hat uns befreit und wir wollen dem Prinz Richard nach in die Hauptstadt Barona. Yo! Da machen wir weiter. Und wir sind hier schon mal rausgegangen nach Osten und da gab es eine kleine Skit-Sequenz am Safe und die gucken wir uns jetzt an. Sophie, I'll protect you until we find your family. But what happens then? What happens after you find my family? Will I have to leave like Richard did? Yeah, but you'd be happy. Trust me. If I become happy, would I smile like you are right now? Yeah, maybe. Kajoink! Why are you pinching my cheeks? What a funny smile. I can't talk. Okay, das war ein bisschen just for fun. Dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Hier gibt es erstmal nichts zu tun. Wir haben hier die Karte ja schon bekommen. Die Karte auf dieser Route gucken wir uns mal kurz an. Die war übrigens da hinten in dem Fischteich, den ihr jetzt gerade beim Vorbeilaufen schon gesehen habt. Da genau. War so ein Blitzer. Das war die Karte von Stan. Stan, der Mann. So, und natürlich müssen wir alle anlabern. Wichtig ist auch, dass hier in der Stadt nochmal alle anlabert, weil da ein paar Wachen hinzugekommen sind, während Richard da war. Habe ich vergessen zu sagen, aber ich sag mal, ihr müsst sowieso immer in allen Gelegenheiten alle anlabern. Am besten 3, 4, 5 Mal. Würde ich machen, zur Sicherheit. Genau, immer wenn ihr vorbeikommt, gleich Hallo sagen. Ja, ganz genau. Einfach zur Sicherheit. Oh, ist das ein neues Hühnchen? Nee, das war einfach nur im Dunkeln. Ein Golden Hühnchen. Zuerst sah es aus wie ein braunes Huhn. Es hat die Hitze nicht vertragen, deshalb hat es sich lieber in den Schatten verzogen. Die Monster hier auf dem Weg haben wir alle schon. Das heißt, wir können hier einfach weiterlaufen. Es dürfte jetzt aber gleich ein Safe Point kommen. Genau, da hinten, beim Haus. Kommt eine Sequenz? Ja, eine Videosequenz! Juhu! Are you tired, Sophie? No. You're really strong for someone so quiet. If I'm strong, I can protect you. Wait, what? No, that's not how it works. I can't be protected by a girl. That's embarrassing. Tja. I want to protect you. Okay, how about this? We'll race to that house over there. Whoever wins gets to protect the other person. Deal? No one can outrun me. Ready? Go! Ja! Sophie war so 10-mal schneller, so. You're really fast. I win. So, I win. Tja, Sophie hat halt Beine wie eine Gazelle. Now I'll protect you. Oh, I can't believe it. I was supposed to win. I'm supposed to protect you. Next time, I'm gonna win, no matter what. Ja, und am Speicherpunkt natürlich wieder ein Skit. Mal wieder. Mal wieder, ja. Seltsam ist seltsam. Aspel, is Sherry okay? She'll be okay. We can't take her with us because her illness might act up. Illness? She's been sick since birth, but everyone gets sick, right? Really? I don't remember ever being sick. Someday I'll stop being surprised by you, Sophie. But you sure are weird sometimes. Weird? What does that mean? It means you're weird, that's all. But in your case, it means I'll never get bored when I'm with you. Then you are weird too, Aspel. That just sounds weird coming from you.
Weird, weird, weird. Ich hasse dieses Wort. Ja. Weird, weird. Hier gibt es Geld, wenn ihr nicht das manuell, oder wie heißt das Ding, dieses Anlegebuch, was man kaufen kann. Wenn ihr das nicht gekauft habt, findet ihr hier das Buch. Aber ich kauf's immer recht früh. Ich weiß schon alles, aber reden müssen wir trotzdem mit den Leuten. So. Monster gibt's wie gesagt keine neuen bisher. Das heißt, wir können jetzt einfach weiterlaufen. Jo. Und wir können gucken, was sich noch alles auf der Route befindet. Es ist einiges, was hier ist. Zum Beispiel ein Baum. Und aus Versehen ins Monster laufen gibt's hier auch. Was lustig zu erwähnen ist, ist, dass Espel als Kind Powhammer benutzt. Das ist ein Skill, der immer wieder in der Tales-of-Reihe vorkommt. Ja. Das ist eines der Symbole, die, wie Final Fantasy hat ja auch so Feuer, Feuerer, Feuker. Und hier in Tales werden halt die Skillnamen oft in weitere Tales übernommen. Ja, genau. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz nochmal zur Erkenntnis bringen, ich finde die neuen Tales-of-Spiele besser als die neuen Final Fantasy-Spiele. Ich finde einfach, dass Tales of seinen Fans treu geblieben ist. Und Final Fantasy leider nicht, muss ich leider zugeben. Ja, laber mal die Tür an. Ja, hier Entdeckung. Das ist eine Kuh mit einem Tattoo. Ja. Das ist ein Gangster. Das ist die Gangster-Kuh. Beweglich bleiben. Cow sure do make some really weird noises. Moo. Ow. Hey, take it easy, cow. Oh, you wanna play? Let's go. Damn it! I lost! Was it fun? What? You asked the cow to play with you. Just don't tell anyone about this, alright? Okay. But why were your noises weirder than the cow's? No one asked you! Der Essen! Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir sollten die anderen Kühe vielleicht auch ansprechen, weil die zählen bestimmt auch als NPCs. Ich würde es wirklich tun, also ich empfehle euch wirklich alle Kühe anzusprechen, weil ihr nicht wissen könnt, ob die als NPCs zählen oder nicht. Und wenn ihr dann das Spiel durchgespielt habt und euch der Titel plötzlich fehlt für alle NPCs angesprochen, dann ärgert ihr euch, dass ihr die gottverdammten Kühe nicht angelabert habt. Ja, die Kühe, die wollen auch mal ein bisschen Gesellschaft. Ja, die sind immer so alleine auf der Wiese. Oh mein Gott. Gras. Ich bin der Kuhflüsterer. Aber ich muss sagen, den Kühen scheint es da echt gut zu gehen, denn da ist alles richtig grün und saftig, ne? Oh, das ist gut, dass du das bemerkst. Mir wäre fast nicht aufgefallen, dass die Map komplett grün ist. Ja. So, und hier gibt es nicht wirklich viel zu erledigen. Auf dieser Map, Schluck auf. Kein Belias-Video ist ein Belias-Video ohne Schluck auf. Na ja, zum Glück habe ich keinen Schluck auf. Das ja. Ist dann immer eine Nummer. Das ist dann immer so. Okay, und wir können in den Hafen, um weiterzugehen. Im Hafen gibt es einiges an Items und natürlich einiges auch an NPCs. Es tut mir leid, falls ich den Part langziehe, indem ich alle NPCs anspreche, aber ich muss es tun. Und von manchen kriegt man auch Sachen. Natürlich haben wir schon ordentlich Items gegrindet, das heißt, dass wir viele schon 15 Mal besitzen. Was für euch vielleicht interessant wäre, ist, wir haben ja am Anfang des Let's Plays im Perfect Game oder im New Game Plus Shop sowas gekauft, dass wir 30 Items pro Item haben können. Das zählt nur für verbrauchbare Items. Und ganz wichtig, immer alle Schränke absuchen. Ich glaube, mit der habe ich schon geredet, mit dem Typen auch, oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube schon, dass ich mit dem geredet habe. So. Ich weiß nicht, hier noch einmal, ich denke mal mit den Turtles muss man auch reden. Ich meine, der Turtle verschwindet nicht unbedingt. Ach, ich guck mal, ob es was Neues zu dualisieren gibt. Kernstaub, na, haben wir schon. Aber da kann man immer mal ein zweites machen, damit ihr das Item dann auch zum Weiter-Dualisieren noch habt. Da haben wir schon zwei. Was gibt's denn da Feines? Gibt's da irgendwas? Irgendwas, was interessant ist? Morscher Reißzahn, rostiger Nagel. Giftnadel, nee, Stück Holz. Kopfsalat mit Brot, Sandwich. Cool. Sandwich. Das war nicht lustig, ich weiß. Oh mein Gott, Belias und seine komischen Sachen, die er immer sagt und tot. So, das haben wir alles schon. Reis, was gibt's denn da Feines? Reis kann man machen mit diesen Sachen. Haben wir aber alles schon anscheinend.
Brot haben wir nur noch eins, das heißt, wir verbrauchen es nicht, auch wenn wir armer Ritter machen könnten. Ei kann man machen mit Milch, da gibt's Pudding. Oh, lecker Pudding. Gigapuddy! Puddy Puddy! Falls es einer kennt. Ja, was wir alles an Nahrung haben, zeige ich euch auch gleich. Das sind alle unsere Nahrungssachen, die wir im Moment haben. Wir haben Reisbällchen, oder ich glaube schon, dass das alles sind. Reisbällchen, Reisbrei, Pudding, gebratener Reis und Sandwich. Aber ich meine, wir haben noch mehr. Ich wollte gerade sagen, da war nämlich noch Salbei zwischen und das ist seltsam. Oh mein Gott, Epic Salbei und so. Nee. Kann man das nicht... Oh Gott, laber mich nicht dicht, Alter. So. Der Typ hat's voll einen weg, ey. Ohne Spaß. So. Natürlich auch mit den Matrosen sprechen. Mit den Matrosen ohne die Hosen. So. Wäre schlecht, wenn die da am Hafen stehen würden ohne Hosen. Aber oh, das sind halt Matrosen. Die haben gerne keine Hosen. So. Ja, sicher. Oh Mann. Ja, Blödsinn gibt's bei mir immer. So. Das ist der Anleger für die Fähre zwischen Barona und dem Hafen nach Barona. Okay? Muss ich nicht verstehen. Ihr Kinder dürft vergünstigt reisen. Möchtet ihr an Bord gehen? Jawohl, für 10. Das ist ja fast gar nichts. Wir haben schon 11.000 Gold, ne? Ja, ganz schön reiche Kids. Ja, 11.000 Gold. Ich habe wahrscheinlich mehr Geld, als der Vater von Espel in seiner ganzen Lebenszeit da zusammengegammelt hatte. Naja, das bezweifle ich ein bisschen, aber... Nein, die Villa hat nur 5.000 Gold gekostet, meine Güte! Nein, Spaß. Ich denke mal, dass die Villa da schon stand, bevor der Vater... So, und jetzt genießt die Aussicht, glaube ich. Ja, oh mein Gott. Das Schiff fährt so schnell, unglaublich, oder? Ja, voll Highspeed. Ja, wartet ab, bis das Schiff über die halbe Map geht. Falls sich jemand das fragt, es gibt keine World Map, keine richtige. Es gibt eine, aber ihr werdet sehen, was ich meine. Eines Tages. In diesem Let's Play. Is this your first boat ride? I don't know. But I'm nervous. My heart, it happened as soon Oops. As I saw the capital. Jetzt habe ich was weggedrückt, sorry. I'm too excited to be nervous. You are? Yeah, I mean, wouldn't it be awesome for you and me to jump in a boat and sail around the world? You and me? Well, other people could come, like Hubert and Sharia and maybe even Richard. We'd have so much fun, you'd forget to be nervous. And then we could sail around and try to recover your memory. That sounds nice. Yo, hey, we're almost to Barona. Boy, are Hubert and Richard gonna be surprised to see us. Vor allem wird sein Vater sich freuen. Wenn er ihn sieht. Ja. Das wird man dann sehen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz genau. Das Boot fährt so schnell und so toll und die Grafik ist so toll davon. Naja, ich kann damit leben. Besser als das, was mir andere RPGs heutzutage bieten, wo es dann überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, zurückzulaufen oder so. Okay, wir sind in Barona angekommen. Hier gibt es natürlich einiges, was wir tun können. Als allererstes mal mit dem Typen labern. Was wir nicht vergessen dürfen, was seltsam ist. Wir müssen aber auch mit diesem Typen nochmal labern, mit dem Schiffskapitän. Und natürlich nicht fahren. So. Gucken, ob da irgendwo Items zwischen sind. Muss man immer. So, ich glaube, hier den Bootssteg entlang, da dürfte nichts sein. Ich laufe den ewig langen Bootssteg entlang, nur um euch zu zeigen, dass da nichts ist. Ja, nur dass ihr sicher gehen könnt. Ich, das ist heißt Belias. Du hast was vergessen beim Laufen. Ja, ja. I did I. So, ja, ich kann euch super gut nachmachen, oder? Nein, Spaß. Oh Mann. Dann gehen wir mal hoch nach Barona und dann gibt es da gleich einen Skit und eine Videosequenz. Barona, der Ursprung des Windes. Man, this city is huge. It's nothing like life back in Lont. Asbel? Sharia? What are you doing here? Oh my God. I came here to see a doctor. I should have known you couldn't stay away, Asbel. So what are you doing here anyway? I'm looking for someone who might know Sophie, but I also might swing by the Knight Academy. Oh, and I'm definitely gonna visit Richard. He's the prince, Asbel. You can't just waltz into his castle and start yakking away. Naja, eigentlich kann schon. Sure I can. That's why he gave me this.
A ring? Not just any ring. This ring proves I'm Richard's friend. Come on, follow me to the castle and I'll show you what this baby can do. Ja, sie begleitet uns, ist aber nicht im Kampfmenü, also sie ist einfach nur ausgegraut. Ich weiß nicht, hier hinten ist glaube ich nichts. Nee, sieht nicht danach aus. Okay, dann war es das aber auch schon für diesen Part, sehe ich gerade. Wir konnten wirklich nicht viel machen, um ehrlich zu sein, aber einige Videosequenzen sind immerhin dabei gewesen. Ja, und die schöne Schifffahrt, die so unglaublich toll war. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von meiner Seite aus. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.